Well, I'm goodies, ladies and gentlemen. Willkommen zurück zu Conan Exiles. Ich mach's kurz und bündig. In der heutigen Folge bedanken wir uns dafür, dass wir in der letzten Folge uns schön gegen Ende abserviert wurden. Zudem müssen wir den kleinen Flauschkopf hier noch ein bisschen trainieren. Und wir können schon mal überlegen, wie wir eine Festung hier bauen, die uneinnehmbar ist. Weil wir bisher noch ein bisschen was planen, denn sie rückt immer näher. Immer und immer näher. Wer weiß, vielleicht mache ich die auch gar nicht alleine, weil es einfach nicht so lustig ist. Jetzt gibt's mal erst das Intro, dann danach ein paar Informationen, dann geht's richtig los. Ja, willkommen zurück. Also ich und Lux Luthor, Batman und so, you know. Wir machen uns heute mal auf den Weg und bedanken uns für die Nettigkeiten, dass man uns letztens so unsanft nach Hause geschickt hat. Ich dachte schon, er steht schon hinter mir. Ja, wann wird er geportet? Holy! Na gut, er war schon da. Wir gehen jetzt mal zu diesem Camp hier wieder, da zu denen. Mit denen habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, dass da wenige sind. Da kann sich unser Kleiner hier gut trainieren. Zudem, jetzt kann ich es euch endlich zeigen. Blutwurst. Ganz easy zu machen. Vielleicht kann ich euch auch noch zeigen, wie. Ich wollte euch einige Informationen geben. Es würde mich freuen, wenn ihr natürlich mit einer Discord-Community joint. Da treten immer mehr und mehr und mehr bei. Und es wäre schön, wenn wir dieses Jahr noch die 200 knacken. Die 100 haben wir jetzt nahezu voll. Immer mal wieder. Das ist ein kleiner Schwund, aber was soll. Und es würde mich freuen, wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst ihr mal ein Like da. Okay? Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, ab in die Kommentare. Euer Wunsch wird gehört. Ja, hat's ihn schon gesehen? Das ist ein R. Ja. Und es würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Denn ich würde ganz gerne dieses Jahr noch, wenn es möglich ist, wenigstens die 1.500, aber im besten Fall die 2.000 Abonnenten schaffen. Das würde mich echt freuen. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Oh, na, okay. Wir warten anscheinend doch nicht draußen. Dann machen wir die... Oh, da ist der Stein, den ich die ganze Zeit schon anklicken wollte. Aber er es immer wieder vergessen hat. Kommt das nur so vor, da sind die Ingame-Sounds einfach extrem leise. Und ich weiß, dass die hier gar nicht dafür verantwortlich waren, uns letztens nach Hause geschickt zu haben. Aber es sind auch Menschen und sie gehören... Mann, Mann, Mann. Und sie gehören zur selben Klasse wie die anderen. Oder Kaste? Na, eine Kaste wäre es wohl nicht. Ja. Lux Luthor! Wir helfen dir. Oder auch nicht. Aber wir es voll verkacken. Das ist blöd, hä? Aber mit Bögen... Gut, dass ich ihn gerade noch gesehen habe. Warte. Zack. Jetzt haben wir gerade Zeit. Mist! Sag mal, wo ist unser Lux? Seid ihr zwei da auch irgendwann mal fertig? Weil eigentlich diente das hier als Trainingslektion für Lux. Lux Luthor. Da. Boah, ist der unstet. Das erinnert mich an jemanden, den ich gut kenne. Auch so ein Goldfisch wie mein Lux. Vielleicht sollte ich meinen Lux umbenennen. Wollte auch mal drauf hauen. Wollte nicht ganz unnütz sein. Oh ja, ein Chapesh. Antikes. Bam. Ups, Entschuldigung. Guckt euch das mal an, wie schnell der Lux heilt. Kriegt nahezu keinen Schaden. Also wichtig bei Tierkämpfen, habt immer gutes Essen im Inventar des Tieres. Weil in dem Moment... Putz! In dem Moment heilt sich euer Begleiter nämlich viel, viel, viel schneller hoch. So, während der da beschäftigt ist, gucken wir mal, ob wir das Glück haben, Blut zu droppen. Nein. Aber interessanterweise Tierhaut. Weil das ist sinnig und so. So, was haben wir hier? Ah, nur Billigkram. Aber die Hosen zerlegen wir, da kriegen wir noch nützliche Sachen raus. Das hier wollte ich mir mal angucken. Du brauchst dazu einen Schlüssel. Ja, den hat aber ganz offenkundig noch keiner. Oder finden wir hier vielleicht einen Schlüssel, um zu interagieren. Mit was denn? Was, was, was? Nein. Ja, okay. Hier soll es recht sein. Gut, in den Kisten haben wir so auch was Schickes. Was haben wir hier? Oh, 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 eine Spitzhacke. Also wenn auch keiner hätte, hier wäre die Chance. Sag mal,
dir gerade mich angeschossen? Bär! Hör auf, dich zu heilen. Ich sag's dir ganz ehrlich, im Nahkampf ist ein Bogen echt beschissen. Okay. Da auch durch? Kann ich da auch durchglitschen? Nein? Aber Gegner können das, indem sie einfach rückwärts gehen, oder was? Und das ist jetzt fair, oder wie darf ich das verstehen? Okay. Dann versuchen wir das mal. Und, oh, das sieht schick aus. Das sieht echt aus, als ob die hier genau über den Felsen ist und dann rennen wir da rein, oder? Scheiß optische Täuschung. Hier, guck mal, Lux. Da ist deine ursprüngliche Mama. Geh mal hallo sagen. Ich sehe schon. Lux-Familien klären das eher so unter sich. Sag mal, sind die... Oha. Also wenn ihr dem wirklich gutes Essen gibt, wie die Blutwurst, wo der 10 Leben pro Sekunde heilen kann, ja, dann knallt er echt rein. Oh, oh, er fällt runter, oder? Einen hat er gleich. Oder auch nicht. Weil er sich schon wieder auf dem falschen... Oh. Er fällt immer runter. Grausamst. So, jetzt lass uns mal eben gucken. Auch kein Blut. Mann, was habe ich ein Pech. Ich bin überlastet. Ist das so? Dann lass uns mal die Steine rausschmeißen. Weil die Steine brauchen wir. Ja, super. Jetzt bin ich überlastet und ich wollte doch eigentlich da rein. Hier hatten wir noch keinen drin. Okay, okay, stimmt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Alles cool. Wie sieht es denn hier aus? Sind die fertig? Die sind noch nicht fertig, weil die auch kein Essen mehr haben. Dann kriegen die jetzt erstmal das hier. Moment, was stand da? Nachhaltiges Festmahl. Das ist aber schön. Das hier ist ungebraten, oder? Das ist roh, ja. Ah, ich glaube, roh geht nicht. Pass auf, ich teile das mal. Und dann, was brauchen wir nochmal? Brauchen, glaube ich, nur Gras und Samen? Für Schleim so? Ach, ich weiß es ehrlich. Ja. Ist schon so lange her. Na, schlimm. Lass uns mal hier noch einen Moment aufräumen. Boah, ist das... Das da verschwindet total. Vielleicht geht's ja auch heute mal ein bisschen besser. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, ist es ja heute mal sogar so, dass es hier funktioniert. Ja, nee. Hallo. Hup. Ah, 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 ah. Das war jetzt eh ein Fehler. Lass uns mal gucken. Hey, der ist ziemlich schwach. So, bevor der mir jetzt hier die ganze Zeit in den Rücken schießt. Wieso sind die alle auf Lux? Lux Luca, was hast du an dir? Nur weil du eine süße Katze bist? Ich finde das diskriminierend. Wir sind auf eine hübsche Frau. Oder wir spielen eine sehr hübsche Frau. Aber alle gehen auf das Kätzchen. Das war Bogenschütze 2. Ja, ist ja kein Ding. Ich hätte jetzt gerne unglaublich viel gelootet. Bringt aber nicht so viel. Immer noch kein Blut gedroppt. Das ist schon hart, oder? Das Leben ist hart. Lass uns mal das rausschmeißen. Das trockene Holz. Können wir erstmal... Ah, es kann raus. Ich will möglichst Ausrüstung behalten. Hier sowas. Sowas und sowas. Das kann man nämlich schön zerlegen. Ah, notfalls gibt es Menschenfleisch. Was warst du? Bogenschütze 2. Auch schön. Ah, ja. Weißt du was? Ich glaube, wir schmeißen das Menschenfleisch raus. Zack. Das hat noch nicht gereicht. Okay. Hm. Wie viel wiegen? 3,5 Kilo. Boom. Und raus das Ding. Ah, ich wollte gerade was gucken. Muss es ja nicht gleich so grob sein. Ja, die Knochen brauche ich leider für Knochenmehl, sonst hätte ich die jetzt rausgeschmissen. Aber die hier könnte ich theoretisch entbehren. Mach du da mal weiter, ich komme sofort wieder. Na, du schaffst das schon. Ich habe eigentlich gerade das Bedürfnis, mal eben eine Lootkiste zu bauen. Was brauche ich denn dafür? Holz und Seil. Seil kriege ich hin, beziehungsweise Zwirn. Wie kriegen wir da hin? 7. Sollte reichen, oder? Es ist noch so weit bis zum Holz. Es tut mir leid, dass es so langsam ist, Freunde. Ja, ich befürchte, wir haben aus Versehen gerade unsere Katze zu uns geholt. Aber ist ja nicht schlimm. Dann ist Lux Luthor wieder bei uns. Ihr wisst hoffentlich wirklich, wer das ist. Ich hoffe, ihr versteht diese Anspielung. Das
es ist aus Superman. Für diejenigen, die es nicht wussten. Supermans Hauptantagonist ist Lex Luthor. Der Lex Corp oder Luthor Corp? Luthor Corporation, glaube ich. Naja, und deswegen mache ich mir daraus einen Witz und nenne ihn Lux Luthor. Egal. Wenn man einen Witz erklären muss, ist er nicht mehr Witz. Na, danke schön. So, lass uns noch Kisten bauen. Ja, wir brauchen noch 12. Ist ja unheimlich schlecht. Na guck, komm. Einer, 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 einer und bams, komm, Kiste. Was? Irgendwas hat gerade auf mich geschossen. Wieso bewegen wir uns eigentlich so infernal langsam? Das war doch früher nicht so. Und es war früher schon nicht extrem schnell, aber... Das! Liebe Freunde, das ist übertrieben. Bam. Und da war das Zeichen. Pizza ist fertig. So, alles geben. Passt nicht mehr rein. Dann alles nehmen. Wir nehmen immer nur die... Ja, ich hab's gerade gesehen. Das kann zurück, das kann zurück, das kann zurück. So, nach Gewicht absteigen. So, wir nehmen immer nur die schwersten Sachen. Dann haben wir da nämlich schon mal Ruhe. Ich will euch auch gar nicht groß langweilen eigentlich, ne? Aber ich find's gerade echt witzig, hier mal durchzurushen und offenkundig auch recht gute Chancen zu haben. Zudem, er trainiert sich halt. Was soll ich denn machen dadurch? Ist unser Getreuer hin. Na, hier bist du. Was hast du denn hier drin gemacht? Hast du Freunde gefunden? Okay. Ach so, eine haben wir schon. Sonst hätte ich die jetzt mitgenommen. So eine hübsche Sklavenpriesterin. Was ist das überhaupt für eine? Früher hießen die mal Priesterin oder Priester von Seth oder von Mitra oder wie sie auch immer alle heißen mögen. Und jetzt? Ich habe das Gefühl, die haben alle überhaupt keine Namen. Das fehlt mir so ein bisschen. Was wir brauchen, ist dringend ein Tänzer. Seht ihr das? Wir haben immer noch... Wer ist das? Verderber. Das muss doch nicht sein. Ich kann überhaupt nichts sehen. Nein. Ich wollte eigentlich nur... zurückkehren machen. Hat hier jemand geschossen? Tja, was soll ich jetzt dazu sagen? Stygischer Priester. Darf ich da jetzt bitte mal... Kitty? Hier. Hier spielen. Was hast du denn so bei? Aha, aha, aha. Okay. Hast du vielleicht Blut dabei? Ja, aber wieder Menschenfleisch. Wie unerwartet. Dass der uns nicht bemerkt, ey. Oh, drei könnten eventuell ein paar viele gewesen sein. In the name of... In the name of... Ach komm, machen wir auch noch ein bisschen was. Ey, die verliert langsam Leben. Also langsamer als alle anderen. Heißt das vielleicht, dass wir hier eine eventuell Stufe 3 Bogenschützen haben? Tatsächlich! So, während sich unser Lux mal austobt, gucken wir mal, ob die Blut bei hat. Hat die auch nicht. Hat denn keiner von euch Blut dabei, oder was? Uch. Also, wenn ihr eine Waffe gezogen habt, dann ist es echt schwierig, eure Angriffe zu koordinieren mit dem Lux. Augenblick mal. Wer war das? Ach, siehst das. Okay, das war jetzt blöd. Hui. Sie hat sich selbst gesprengt. Ich mag hier diese intelligenten Gegner. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ich meine, wir haben jetzt nicht viel gemacht. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber es ist sehr wichtig, was wir gerade tun. Wir brauchen die Kampfstärke, die wir kriegen können. Denn wenn die Säuberung kommt, werden wir wahrscheinlich unser Tier verlieren, wenn es nicht trainiert ist. Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu euch. Wir werden es wahrscheinlich eh verlieren. Ob es trainiert ist oder nicht. Wow. Also in der nächsten Folge raiden wir das Lager noch ein bisschen weiter. Ich will das jetzt endlich mal testen, wie man das Lager wirklich raidet. Wieso habe ich jetzt Leben verloren? Na, ist auch egal. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich denke, ich mache jetzt auch direkt noch eine Aufnahme, damit wir das nicht vergessen. Tja, und dann zerstören wir dieses Lager. Denn es hieß in den News, wir sollen Lager ganz genau unter Augenschein nehmen.
Denn es wäre so, hier wären vielleicht versteckte Sachen, die uns wirklich, wirklich interessieren würden. Und ich finde, das ist eine Ansage, oder? Also gut, ich mache hier Schluss. Ihr seid beim nächsten Mal dabei. Vergesst nicht das Discord. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, Valador Herrings. Euer Wolf.